Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja hier nochmal das Ganze ein bisschen angeschaut. Waren da drüben und fliegt. Haben eigentlich, würde ich sagen, nicht so viel gemacht. In der Folge würde ich gerne jetzt das Batterielager bauen. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Cobblestone. Und was wir auch machen sollten, bevor uns jetzt hier das Ding rausgeht, weil ich sehe, dass das hier alles lang zur Neige geht, brauchen wir einen Cobblestone Generator. Und hier gibt es ja die upgegradeten Tier 3, Tier 5 und alles. Ich weiß gar nicht, wo Tier 2 ist. Da ist Tier 2. Wir schauen mal aus. Cobblestone Generator. Dann haben wir hier den Tier 1, hier alles. Tier 2, 64 halten. Schauen wir uns mal den an. Der braucht einen normalen und Eisen drum. Der braucht einen Diamanten drum. Da können wir doch gleich ein paar Level Tier 3 machen, oder? Kein Türen. Mal so gesehen, ne? Wir brauchen natürlich Glas für. Und Lava. Wir brauchen Lava-Buckets jetzt. Und Wasser-Buckets. Also bin ich ja schon mal ein paar dabei. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Und die alle kommen gleich mal in mein Inventar. Dann gehen wir nach oben. Holen da noch ein paar. Und stellen dann die Maschinerie auf. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Dann kommen die jetzt auch hier rein. Und dann bauen wir ein paar Cobblestone Generator, würde ich sagen. Bucket. Das kann er nicht importieren, kann das sein? Das muss ich jetzt alles per Hand machen. Oh Gott. Zack. Aber ich kann nicht stacken wenigstens, oder? Ja. Nice. Wenigstens das geht. Dann müssen wir das jetzt hier kurz durchziehen. Und einmal schnell hier auf den Luxus der Automatisierung verzichten. Aber hey, dafür haben wir danach eine tolle Auswahl an Hightech-Geräten, die wir dann für das ganze Projekt hier verwenden können. Und ja, ich glaube 10 reichen für den Anfang. Die anderen zwei Buckets lassen wir in die Zukunft drin. Dann machen wir gleich Cobble. Tier 4, wir brauchen erstmal Tier 1, so. Zack. Dann machen wir das Upgrade. Schmeißen natürlich auch gleich alle rein. Zack. Das waren jetzt auch 10 Stück. Und was war das Tier 4 Upgrade? Mit Blaze Rods. Die, glaube ich, kann ich noch gar nicht mehr produzieren. So schaut's aus. Nee, kann ich noch nicht. Dafür brauche ich jetzt nur die helle Schmetter und dafür brauche ich Overworld Zeugs und da brauche ich diesen Simulation Chamber. Aber ich glaube, die reichen ja fürs Erste auch. Die können wir ja wahrscheinlich, weil nur 10 Stück. Das sollte ja nicht die Schwierigkeit jetzt sein. Wir brauchen einfach nur eine Kiste, die blöd rumsteht. Da steht so eine blöde Kiste rum. Genau, die nehmen wir jetzt. Naja, Holz sollte man nicht mit der Spitzhacke bearbeiten. Dann brauchen wir ein paar Hopper. Ich will nicht so viel Kabel jetzt verlegen gerade, deswegen will ich das per Hopper mal machen. Schauen wir mal. Und setzen das aber auch direkt hier hinten an. Hier wird das dann angesetzt. Hier kommt die Kiste hin. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und dann sollte ich ja hier natürlich die anbringen können. Und dann füllt sich das hier schön schnell mit Cobblestone. Und dann brauche ich nur einen Exporter, ein Import-Cable. Wie wir hier oben ja überall haben. Und dann brauche ich nochmal das
Stack. Wie heißen die? Upgrade Speed. Oder habe ich die dabei? Ich habe hier noch zwei Stack. Ah, ich habe noch Stack Upgrade. Schon. Die habe ich ja dabei. Und dann kriegt das von mir den. Und wir machen einen Blacklist rein. Und dann wird das jetzt schön exportiert. Dann schauen wir doch mal schnell nach unserem Cobblestone-Stand. Wenn wir gucken, wird es mehr oder weniger? Ah, es wird mehr. Langsam, aber es wird stetig mehr. Wenn man so sieht, es wird langsam mehr. Bedeutet, wir haben die mit der Produktion jetzt hier die Mindestanforderungen geschafft. Aber wir können ja noch den anderen bauen. Müssen nicht, können aber, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Dann upgraden wir das Ganze noch mit Eisen und Diamantos und setzen den hier oben drauf. Und dadurch sollten wir sogar noch ein bisschen mehr reinkriegen, grundsätzlich, denke ich. Was natürlich mega geil ist, weil wir sozusagen die Produktion steigern können, die wir hier grundsätzlich schon drin haben. Wir sehen auch, Tanks sind langsam voll gemacht. Also wir haben echt eine Overhead-Produktion. Die Dinger sind bummvoll. Was mega cool ist. Der füllt sich auch auf. Was bedeutet, dass unsere Produktionsart hier schon gut funktioniert. Das ist natürlich geil. So, ich tue jetzt aber mal das Ganze, was ich jetzt aktuell nicht brauche. Das Ziegelkabinett hier, die Autoklicker. Alles mal in mein Inventory. Weil ich hätte jetzt gerne. Ja, ich wollte Cobblestone eigentlich haben. Cobblestone wollte ich haben. Ein Stacky. Ein Stacky Cobblestone. Und ich wollte die Batteries haben. Weil wir haben hier ja verschiedene Stärken. Die müssen wir wahrscheinlich dann upgraden. Aber nee. Battery Upgrade. Hier haben wir die Upgrades. Die brauchen Capacitor. Mhm. Oh Gott, da kommt das Spiel. Aber fürs Erste wollte ich eigentlich nur die Batteries, die ich hier habe, in den Inventar schmeißen und schauen, ob ich die verbinden kann. Ich glaube, das geht. Let's try. Kann ich die verbinden? Das wäre natürlich geil, wenn man die irgendwie verbinden könnte. Das hat jetzt 100.000 Euro. Ne, es hat eine Million FE. Kann ich nicht trotzdem irgendwie upgraden? Muss ich so eine riesige Battery wohl machen? Das wäre doch kacke. Let's try this out. Energy. Nehmen ein paar Energy Cables. Ich will jetzt sehen, ob das funktioniert oder nicht. Wir tun hier einen Extractor rein. Weil wir sozusagen den Puffweizen nehmen wollen. Schließen hier an und schauen, ob nur der. Aber nee, scheint nur der zu kriegen, ne? Der hat dem direkt alles gestohlen. Oder wir brauchen eine Battery Wall. Sollten wir dann aber hier, glaube ich, platzieren, weil sozusagen können wir hier hinten Lava-Generator machen, Lava-Generator bauen und hier lassen. Dazwischen eine Batteriewand und eine Lava-Wand irgendwie hinstellen und dann hier hinten die Stromgeneratoren. Wenn jetzt alles nach dem Plan läuft, wie es hier ist. Man sieht hier schön, dass die eigentlich relativ flott sind und natürlich die Lava hier bummvoll ist. Würde eigentlich gleich produzieren, wenn man sogar zu viel, und wir könnten auf 2 runterschalten. Das ist mir schon, was passiert, wenn ich jetzt auf 2 runterschalte? Weil eigentlich müssten wir hier jetzt relativ viel drin haben. Schon, da stand irgendwas gerade, als ich hier rechts die drauf gemacht habe. 250 Lava incoming from east. Verbinden, vermute ich jetzt mal leider. Deswegen würde ich dann gerne die Zellen in Zukunft verwenden, aber die sind ja für ein ganz anderes System dann gedacht.
ist ein Bio-Generator, da ist ein Heat-Generator. Und das ist natürlich alles nochmal Advanced Energy Cube. Was haben wir hier für eine FE? Was sollte hier alles irgendwie Energy behalten können? Weil hier gibt es ja die Basic Energy Cube. Ja, die brauchen wieder halt. Oh Gott, das weiß ich nicht. Das funktioniert schon mal. Unsere Cobblestone-Produktion läuft auch. Ja, dann müssen wir jetzt halt erweitern. Weil ich will Platz für das ganze Zeug schaffen, damit das so gut wie möglich läuft. Dafür muss das natürlich jetzt hier hin. Ich will Energieteile haben und das kommt hier auch hin. Kriegt ihr schon noch hin. Schauen wir mal. Zack. Weil je mehr Batterien wir haben, desto größer ist natürlich die Kapazität, die wir auch haben. Für zwischendurch. Und dafür will ich hier hinten einen großen Teil verwenden, einfach unter der Bar hier drüben. Wie viel Kobbel habe ich aktuell auf Lager? Kobbel. 6 Watt. Ich finde, es hält sich sehr, sehr schön. Müssen das halt, wie gesagt, in Zukunft muss alles ein bisschen kompakter vielleicht noch werden. Mal, vielleicht machen wir das anders. Die Batteriewand kommt jetzt auch woanders hin. Das wird wirklich eine Wall jetzt. Keiner hat natürlich die Idee, eine Wand zu bauen, eine Mauer zu bauen. Aber, ich schon. Wir werden jetzt auch hier versuchen, einfach hier eine schöne Erweiterung zu machen. Wie gesagt, die Kisten kommen ja auch weg. Hier wird viel anders werden. Vielleicht kann ich da auch Räume draus bauen in Zukunft. Wäre natürlich mega geil. Ich muss nachher noch ein paar Torches aufstellen wahrscheinlich, weil es wird hier relativ dunkel. Und das mag das ganze Gedöns hier nicht. Von daher sollten wir schauen, dass wir so gut wie möglich alles sauber kriegen. Und verbaut kriegen und dann mit ein paar Fackeln ausleuchten. So, okay, jetzt sind wir hier schon hinten. So, da fehlt aber noch eine Reihe, wie es ausschaut. So, okay. Dann brauchen wir kurz Torches. Kommt natürlich nicht auf, wenn ich jetzt reinkomme. So, Torches. Die stellen wir jetzt in hier. Habe ich noch Fans? Hat noch was? Ja, ein bisschen. Perfekt. Das tausche ich gegen die schnell aus. Denn ich will jetzt hier außenrum ein Fan spawnen. Falls irgendwas mal ist. Vor allem durch meine Aufnahmetaste. Will ich nicht, dass ich hier runterfall. So. Dann kann man vielleicht auch dadurch ein bisschen das Gebiet immer abstrecken. Ich würde zwar nicht die Hochsicherheitszone hier mit Ultra-Funktion werden, aber ein bisschen Sicherheit gibt es doch, wenn du hier unten rumläufst. Habe ich jetzt auch noch keinen Schutz? Aber kommt hoffentlich in Zukunft dann auch mal. Ich werde schon wieder nicht verlassen. Yep. Nein, nicht hier unten, da oben. Und jetzt nehmen wir die ganzen Batterien und stellen die um, damit wir einfach hier wieder Platz haben. So. Auch alles schön verkabelt noch und dann sollte das gut laufen. So, hier kommt die Batterie rein hin. So, warte mal, wie machen wir das am schlauesten? Genau, wir machen jetzt hier mal zumindest mal ganz nach unten. In welcher Reihenfolge ist der am Ende wurscht? So weit vor würde ich das jetzt machen. Und dann jetzt hier auch aufeinander gestapelt, dass man einfach wirklich eine Wand hat. Also, wie gesagt, es hat keiner eine Idee, eine Wand zu bauen, aber ich habe eine Idee, eine Wand zu bauen. Aber für wie Tesla oder was, SpaceX, die Power Bricks fürs Haus.
So ungefähr kann man sich das vorstellen. So, jetzt kommt dann hier natürlich die Verkabelung rein. Die wird natürlich dementsprechend teuer. Weil das ist jetzt der Input von dem System. Daran wird es angeschlossen. Und das geht natürlich dann direkt von hier, von der Lava-Generation, soll es nach hier vorne laufen. Und oben drüber müssen wir gucken, wo wir am besten dann lang laufen. Vielleicht laufen wir auch hier einfach dann lang, also da lang, um dann sozusagen die Power-Outlets zu erreichen. Aber du musst natürlich auch wieder Power rausholen aus dem System dann. So, jetzt holen wir doch die restlichen Batterien, die ich habe. Und schließen die hier an. Das soll ich gerne hier hingehen. Zack. Und zack. Habe ich noch ein paar Batterien? Rein theoretisch ein Ding. Hast du noch was? Ich bin da nicht da drin, aber ich kann wahrscheinlich noch mehr machen, ne? So. Übertreiben ich? Nein, 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 nein. Bloß, dann kann ich wirklich mal idlen und wir haben Energie, selbst wenn mal unsere Lava-Generation irgendwie Probleme kriegt, stehen wir nicht sofort ohne da. Was ich ja immer so als absolutes No-Go sehe, ist, wenn die Energie mal ausfällt. So. Natürlich müssen wir das Ganze jetzt dann hier ein bisschen umdesignen. Zum Beispiel kriegen die jetzt fürs Erste, bis die ganze Produktion wieder läuft, hier dazwischen so ein Kabel nochmal ist. Das ist Extraction Cable wieder weg. So. Die Lava-Tanks, die sollten dann eigentlich hier zwischen, damit sozusagen die Lava da reingepumpt wird. Ich muss nicht jetzt den umständlichen Weg auch machen, rein theoretisch. Bedeutet, die bauen wir jetzt mal schnell ab. Die behalten ihren Inhalt, das wäre natürlich wunderschön, aber ich glaube es irgendwie nicht. Das wäre auch so schön gewesen, ne? Ne, die haben, glaube ich, Lava drin. Das ist cool. Bedeutet, ich sage jetzt hier im Grunde. Da ist das Loch, genau von dem, wie ich geredet habe. Hier gehen Kabel lang. Hier gehen auch Kabel lang. Bedeutet, hier kommt die Lava hin. Das sind jetzt Fluid Storage. Wie gesagt, wir machen gleich mal auf voll Fluid Storage. Storage. Wenn wir natürlich noch was bauen können. Bin ich dankbar davon, genau. Das sind sozusagen die Puffertanks. Wenn ich jetzt hier. Ist das ein Fluid Cable oder sowas? Fluid Cable. Dann gucken, dann haben wir Cables. Die Extractors. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn ich hier renne. Dann, ja, perfekt. Ich musste nur oben anschließen. Dann füll auf. Und genau darauf warte ich jetzt, weil Extractor werden natürlich dann von unten angebaut. Zack. Das ist natürlich jetzt irgendwie dumm, aber okay. Befüllen tut er das auf jeden Fall. Das ist gut zu wissen. Und dann kappen wir fürs erste Mal hier die Sachen, würde ich sagen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge tun wir das ganze System dann so wirklich bauen, wie es sein soll. Das massivste Projekt wahrscheinlich an Energiegewinnung, das ich jemals gemacht habe. Sonst hätte ich einen Nuklearreaktor hingestellt. Aber wie gesagt, hier wird das Ganze dann angeschlossen. Hier kommen dann rein an Geothermalgeneratoren hin. Von hier an bis nach da hinten. Und dann kommt hier der Strom raus und verbindet sich hier mit den riesigen Energietanks, die dann wieder extrahiert werden. Die Frage ist natürlich, was mich noch interessieren würde, ist, was wir jetzt vielleicht sogar noch als Probe machen dann in der nächsten Folge. Was passiert, wenn ich ein Loch reinbuddel und runterfall? Was passiert, wenn wir die von oben befüllen? Funktioniert das ähnlich wie diese Fluid Storage Tanks? Die Fluid Storage Tanks kannst du ja im Grunde von oben befüllen und es fällt nach unten. Und ich glaube, ich konnte die Batterie auch oben platzieren, es ist nach unten durchgegangen. Und das wäre natürlich geil, wenn die so eine automatische Abgabe nach unten hat. Weil dann ist es halt wirklich so, dass wir von unten nur extrahieren müssen. Können wir hier ein Extractor Cable überall hinsetzen, vielleicht sogar.
Und halt dann unten nur, dann brauchen wir halt wirklich weniger Kabel einfach insgesamt. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.